Hallo Fans und Freunde der Vienna. Heute bin ich wieder auf der Hohen Warte, aber nicht im Stadion bei einem Match, sondern in einem Gebäude, das ich glaube die meisten von euch schon gesehen haben, nämlich das Gebäude der ZAM, kurz Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Da treffe ich ein Wiener Fan-Urgestein, nämlich Mr. Spielbericht Erich Steiner. Ja, bin schon gespannt, über was wir alles plaudern werden. Natürlich auch über die gute alte und die gute neue Zeit. Verein, Spieler, wie das so war. Bin schon gespannt, über was wir alles plaudern werden. Und er hat mir auch verraten, es gibt hier ein paar nette Platzungen von der Hoher Warte, damit, wo man auch ganz gut ins Stadion schauen kann. Ich hoffe, wir haben da ein paar nette Ausblicke. Also, schaut euch das an. Kammern Vienna. Ja, liebe Vienna-Fans. Ein Fangespräch mit Erich Steiner. Lieber Erich, danke für deine Zeit. Gerne. Tolle Location hier in der ZAMG, in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. In diesen heiligen Hallen hier auf der Hohen Warte. Lieber Erich, du bist ja schon ein Urgestein der Wien, und zwar ein aktives Urgestein. Ja, du hast ja schon einiges gemacht für den Verein. Erzähl mal ein bisschen deine Geschichte, wie du sozusagen dazugekommen bist zur Wiener. Naja, dazugekommen bin ich eigentlich im klassischen Sinne Support Your Local Team. Ich bin da in der Klabundgasse aufgewachsen, von kleinst auf. Und wie fast in jeder Bursch wollte ich einmal auch da bei der Wiener spielen. Das hat sich dann recht schnell wieder erledigt, mit dem Talent und vor allem mit dem Trainingseifer. Das war es dann nicht so. Aber doch als Nachbar sozusagen wollte man unbedingt mal zu einem Spiel als Kind. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch gar nicht mehr, wann es war. Irgendwann in die 70er Jahre habe ich dann meinen Vater so weit gebracht, dass er mit mir mal auf die Hohe Warte gegangen ist. Es war gegen Austria Salzburg, glaube ich, und es war ein glorreiches 0:0. Also eventuell könnte man es einmal dann wirklich aus den Archiven heraus finden, wann es war. Das war mein erstes Mal auf der Hohen Warte, brav auf der Tribüne, neben Papa gesessen. Danke Papa, dass du mich mitgenommen hast. Und ja, dann bin ich eigentlich die nächsten Male schon alleine hingegangen, war auf der Arena. Damals gab es noch die Submarines aktiv. Und da bin ich sozusagen nebenbei mal dort gestanden und habe dann halt auch die Leute kennengelernt. Wann war das ungefähr? Ja, wie gesagt, das muss eben irgendwo um die Anfang 80er dann gewesen sein, dass ich regelmäßig gegangen bin. Ja. Verstehe. Und hatte ich natürlich gleich infiziert mit diesem Virus Blau-Gelb. Das heißt, ja, die Begeisterung war da. Ja. Und, aber du bist ja nicht nur Fan, sondern du bist ja auch aktiver Fan. Das heißt, du machst ja auch wirklich etwas für die Fanszene. Wie wir über die Michi erfahren haben, habt ihr ja auch gemeinsam den Fanshop gegründet. Mhm. Wie ist es da aus deiner Sicht, wie ist das entstanden? Naja, da muss man doch ein bisschen zurückschauen. Es gab vorab schon auch aktive Anhänger. Keine Fanszene in dem Sinn, aber es gab die Karin Haslacher, die sich sehr um die Anhänger bemüht hat, die auch dann und wann einmal Auswärtsfahrten organisiert hat, die ja eigentlich eher gemütliche Auswärtsfahrten waren, wo man dann auch einmal versucht hat, ein bisschen Kulturelles vielleicht einzubauen. Ich kann mich sehr gut an eine Fahrt nach Klagenfurt erinnern, wo wir zuvor in Minimundus waren und Ähnliches. Ja, und dann mit Michi und so sind wir dann auch öfters damit gefahren und irgendwie hat sich das dann Schritt für Schritt entwickelt. Die Karin Haslacher hat auch schon einmal versucht, irgendwelche Schals zu machen oder so. Der Michi und ich haben das dann versucht, wirklich etwas aktiver zu betreiben und haben, so wie es der Michi auch schon erzählt hat, dann selbst mal mit den ersten Schals begonnen. Durchaus auch selbstständig, aber mit viel Wohlwollen vom Verein. Jetzt nicht großartig die Unterstützung, sei es, dass er es finanziert hätte oder so, aber auf keinen Fall wurden uns irgendwelche Steine in den Weg gelegt. Das heißt, wir durften das Logo verwenden. Okay. Wir haben dann eben die Möglichkeit bekommen, es im Stadion zu verkaufen. Und wie man gesehen hat, es hat sehr viel Anklang gefunden. Hat dann vor allem mit der Karin Haslacher und dem damaligen, ich glaube, er war Präsidiumsmitglied sogar, der Walter Mazzolini, haben wir dann auch den ersten kleinen Fanshop ins Leben gerufen. Was war die Motivation dahinter, das zu machen? Die Wiener attraktiver zu gestalten. Ich habe damals auch schon ein bisschen nach England hinüber geschnuppert und gesehen, was es dort alles gibt. Und jetzt nicht nur bei den großen Vereinen wie Manchester United, sondern sehr wohl auch bei den kleineren Vereinen, die in der dritten, vierten Division damals herumgegurkt sind.
wo durchaus ein Fanshop absolut dazugehört hat. Ja. Und einfach auch unseren Anhängern die Möglichkeit zu geben, Farbe zu bekennen, vielleicht auch irgendwo ein bisschen damit eine Basis zu schaffen, auch eine Fanszene auf der Hohen Warte wieder ins Leben zu rufen. Denn die Submarines haben sich dann eigentlich zu der Zeit schon größtenteils zurückgezogen, waren zwar teilweise als Besucher wohl auf der Hohen Warte, aber nicht mehr als aktive Fanszene. Ist der England-Fußball, das Mutterland des Fußballs, ist das immer noch so äquivalent? Ist das immer noch eine Motivation bzw. Vorbild für die Wiener? Es kann es sein in mancher Hinsicht. Der Fußball hat sich extrem gewandelt. Die englische Premier League will ich jetzt nicht mehr unbedingt als Vorbild sehen. Mhm. Aber wenn man sich so auch die Situation des Vereins jetzt anschaut, kann man durchaus positive Vergleiche herziehen. Es gibt in England einige Vereine, denen es um nichts besser geht wie der Vienna, die in die unteren Ligen hinabgestiegen sind und trotzdem dort einen starken Anhang haben, viel Unterstützung von ihren Anhängern, von der lokalen Umgebung. Ich nehme da als Beispiel Stockport County her, die jetzt mittlerweile in der 6. Spielstufe sind und trotzdem Zuschauerzahlen an die 4.000 und ähnliches auch. Okay, ja, ganz ordentlich. Das heißt, du siehst den Grundstock der Vienna mit durch die Fans gehalten. Das heißt, das ist die Motivation hier, Support zu machen, dass die Fans diese Unterstützung geben dem Verein. Oder erwartest du dann den Aufstieg in die Bundesliga und dadurch das Überleben der Vienna? Es ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Auf der einen Seite ist die Vienna, sollte ein Verein bleiben für die Fans, für die spezielle Fanszene, für die wirklich das, wofür man bekannt ist, für das Flair, für die Tradition. Auf der anderen Seite hat sich der Fußball immer mehr in die kommerzielle Richtung entwickelt. Die Schere wird immer größer. Und wenn man jetzt wirklich den sportlichen Erfolg will, hinauf will, ohne dabei aber seine Basics zu verraten, das ist ganz, ganz schwierig. Ja, klar, das ist verständlich. Aber es hat sich ja doch einiges getan in den letzten 30, 35 Jahren bei der Vienna. Wenn man sich allein das Stadion anschaut, hat sich einiges getan, aber auch in der Struktur und in der Fankultur. Was hat sich aus deiner Sicht her weiterentwickelt oder verändert? Naja, es war eine kurze Phase ohne wirkliche Fanszene. Das war diese Zeit, wo die Submarines mehr oder weniger verschwunden sind von der Bildfläche. Ja, das muss so irgendwann Anfang 80er, Ende 70er, Anfang 80er Jahre gewesen sein. Dann war eine Zeit lang wirklich sehr wenig, bis dann eben der Michi und ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kojoten wieder auf der Bildfläche erschienen sind, was auch nicht immer einheitlich war. Da gab es auch schon Spiele, wo wir sogar zwei Fansektoren hatten. Ich kann mich gut erinnern am VVC-Platz. Die Kojoten auf der einen Seite, wir sind auf der anderen Seite gestanden, wo auch ein paar von den damaligen Föstler zu Gast waren. Mhm. Es war aber trotzdem eine gute Atmosphäre und es war jetzt keine Streiterei. In dem Sinn, man ist halt ein bisschen eigene Wege gegangen, hat aber dann durchaus zueinander gefunden. Also die Kommunikation war immer da und speziell bei Auswärtsspielen war das immer ein Erlebnis. Es war dann, ja, die schwierigen Zeiten, erstmals in die Regionalliga abgestiegen und es war eine Zeit, ich muss ganz ehrlich gestehen, den genauen Ablauf kann ich jetzt gar nicht mehr reproduzieren, aber es hat sich der Verein dann doch auch eine Zeit lang um die Studenten bemüht, um neues Publikum und durchaus auch mit Erfolg, gepaart auch wieder mit dem Aufstieg dann in die zweite Liga, wo dann wirklich viele neue Fans das Flair der Vienna schätzen gelernt haben, schätzen und lieben gelernt haben. Die Fanszene ist ja sehr stark, also sehr aktiv, sagen wir mal so. Aber hast du aus deiner Sicht die Befürchtung, dass der Verein jetzt durch die Fans übernommen wird? Oder kann das parallel laufen? Weil die Fans, da gibt es ja Filme, es gibt sehr viele Dokumentationen, sehr viele Künstler, die sich hier auch beim Verein einbringen. Aber siehst du aus der Sicht eines langjährigen Fans die Gefahr, dass hier ein Ungleichgewicht entstehen könnte? Es ist immer schwierig. Hinter die Kulissen eines Vereins zu schauen, ist manchmal etwas, was man als Fan gar nicht möchte. Mhm.
Es wird zwar immer von den Anhängern Transparenz gefordert, zu Recht gefordert, man will ja wissen, was in seinem Verein vorgeht. Nur manchmal, wenn man hinter die Kulissen dann wirklich schaut, dann will man es vielleicht besser gar nicht wissen. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was bei der Vienna speziell ist, das ist allgemein dieses Vereinsverbandswesen, was da oft hinter den Kulissen rennt. Und so sehr ich die Fanszene, die aktive Fanszene schätze, aber ich glaube, es gibt kaum einen Verein, wo wirklich die Fanszene alleine das Potenzial hat, das wirtschaftliche Überleben eines Vereins wirklich zu garantieren. Umso schwieriger, denn wenn eine Fanszene, je größer sie wird, desto mehr unterschiedliche Bedürfnisse und Strömungen gibt es auch. Und die alle unter einen Hut zu bringen, ist wahnsinnig schwer. Das dann noch gemeinsam mit irgendwelchen Vorgaben von Sponsoren, die nicht unbedingt die gleichen sind wie die Erwartungen der Fans. Das ist die Schwierigkeit, das wirklich alles unter einen Hut zu bringen. Hm, eine Mammutaufgabe eigentlich. Wie viel Gewicht hat eigentlich der Sponsor heute im modernen Fußball? Leider zu viel. Zu viel? Leider zu viel, weil er oftmals das Überleben des Vereins eigentlich sicherstellt. Es sind speziell, je höher man hinauf will, desto mehr muss man wirklich Finanzquellen anzapfen, die nicht direkt aus dem Verein herauskommen, sei es jetzt eben die Fans, sei es Einnahmen durch Eintrittsgelder, durch Kantine oder durch, sagen wir es mal, normale Werbung. Mhm. Ich glaube, dass einfach hier ein Bedarf ist, ein Finanzbedarf ist, der ohne Sponsoren gar nicht abdeckbar ist. Vor allem ein Verein, der an so prominenter Stelle steht wie in Döbling mit dem Riesenstadion. Ne? Das ist heutzutage ganz schwer zu stemmen. Du bist hauptberuflich hier in der ZAMK. Was machst du eigentlich hier? Ich habe angefangen im Vorhersagedienst. Das Ziel war eigentlich Vorhersagemeteorologe, habe aber mein Studium nicht ganz abgeschlossen. Mhm. Und bin dann ein bisschen in die Nischen hineingeraten, habe angefangen ein bisschen zu programmieren, bin jetzt zuständig für Webportale, mache gelegentlich aber auch noch Telefondienste, Springer. Ja, das hat sich Wetterdiensttechniker genannt, aber auch das Berufsbild hat sich massiv gewandelt. Und Wetter ist ein wichtiges Thema im Fußball, glaube ich. Ne? Das ist eines der essentiellsten Themen. Fallweise, ja. Je fader das Wetter, desto besser für den Fußball, desto unwichtiger bist du. Aber wenn es wirklich so wie gestern beim Länderspiel, da wird es dann wirklich interessant. Und es gab auch mit der Vienna einige lustige Erlebnisse, die das Wetter direkt betreffen. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel, wir alle kennen ja den Film Es geht sich immer nicht aus, wo ich einen sehr kurzen, aber doch recht witzigen Auftritt hatte. Im Vorfeld habe ich einige Male mit dem Platzwart damals telefoniert. Da ging es wirklich darum, wann ist der beste Zeitpunkt zum Räumen. Denn es war viel Schnee, aber es war doch Tauwetter. Und wenn jetzt dann der Schnee zu schwer wird, dann kannst du den Platz fast nicht räumen. Beziehungsweise wenn du es machst, dann ackerst du ihn gleich komplett um. Und damit wäre das auch nicht mehr gegangen. Und das war eine hochinteressante Tage mit Telefonaten, wo ich einerseits auch viel für die Arbeit dazugelernt habe, weil eigentlich über die Beschaffenheit des Platzes und so weiter habe ich vorher nicht viel gewusst und welche meteorologischen Parameter eigentlich wichtig sind dann und der zeitliche Ablauf. Viel gelernt und das war etwas, was ich im Telefondienst dann auch immer wieder mit anderen Kunden gut verwenden konnte. Wenn ich gerade das Bild sehe, das war ja auch ein legendärer Abend. Das war auch ein legendärer Abend, das war das Relegationsspiel gegen Barndorf, das war einen Mittwoch und am Montag habe ich schon die damalige Sekretärin, die Ingrid Prager, angerufen und gesagt, ja, wie schaut denn das aus eigentlich, wann wird denn gespielt, wann abgesagt wird? Nein, das wird nicht abgesagt, das kann nicht abgesagt werden. Ich habe gesagt, Gottes. Ingrid. Naja, nicht nur Ingrid, sie hat dann doch, soweit ich gehört habe, im Verband sogar angerufen und die waren da eigentlich auch der gleichen Meinung. Und tatsächlich am Mittwoch ein schwül, heißer Tag und ich habe damals für Ostliga.at Spielberichte geschrieben
und bin noch im Stübel gesessen, habe vorbereitet auf meinen Laptop und schaue so einerseits das Wolkenbild an, andererseits auch auf meine eigenen Portale und habe gedacht, ich glaube, die Vorbereitung kann ich abbrechen, das wird nichts. Und pünktlich 5 Minuten vor Spielbeginn ist die Welt halb bunter gegangen. Und laut Reglement muss der Ball aufspringen können und das hat er definitiv nicht. Das war dieses berühmte Bild, wo der Ball am Boden picken bleibt. Ne? Wetterstation, hohe Warte, Stadion, Wetterstation. Ja, auch die gibt es. Auch eine kleine Story, wo ich wieder eigentlich nach einer Zeit, wo ich mich etwas zurückgezogen habe aus dem Vereinsgeschehen, wo dann plötzlich die Anfrage von der Arbeit kam, sie wollen eine Vergleichswetterstation aufbauen, aufgrund dessen, dass hier die Präsidentenvilla abgerissen wurde und ein Neubau herkam. Und der ideale Platz wäre im Stadion auf der Hohen Warte, ob ich nicht einen Kontakt herstellen kann. Und das habe ich getan und das war zur Zeit Christek. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann auch eigentlich wieder näher an den Verein herangerückt, als was ich damals eigentlich war. War das der Grund oder? Der Grund, es war einfach, der Kontakt ist wieder da gewesen und das und Gespräche eins zum anderen und wer macht das und dann hat es sich ergeben, dass ich wieder Spielberichte für Auswärtsspiele schreibe, nachdem ich eben eine Zeit lang für Ostliga.at geschrieben habe. Ja, der Verein war nicht so unzufrieden damit und eine Frage, ich glaube, dass die meisten Wiener Fans haben, ist The Balloon. Und die große Frage ist, was ist eigentlich der Ballon, der da aufsteigt? Was bedeutet, was bringt der? Der Wetterballon bringt uns Informationen aus der Höhe. Eine gute Wetterprognose bedarf einfach einer perfekten Analyse. Die gibt es zwar nicht, man müsste jeden Punkt der Erde auch in der Höhe ausmessen, das kann man nicht. Aber mit diesen Ballons, da sind Messgeräte dran, die uns eben Informationen über Temperatur, Luftdruck, Feuchte, Wind in der Höhe geben. Wie ist die Atmosphäre geschichtet? Eben, dass man zum Beispiel auch abschätzen kann, wie groß ist die Gewittergefahr. Für solche Dinge ist es ganz wesentlich, solche Informationen zu haben. Das ist immer spektakulär, wenn das Ding aufsteigt. Wie hoch, weißt du, wie hoch der steigen kann? Der kann bis zu 30 Kilometer steigen. Aber ordentlich. Ja. Und die Messgeräte kriegt sie die wieder? Oder nein, mittlerweile sind das klassische Einwegsonden. Früher gab es durchaus gelegentlich den Fall, dass die Dinge zurückgekommen sind, mehr oder weniger beschädigt. Da hing sogar ein Zettel dran, an wen man das schicken soll. Nur sind eigentlich relativ wenige gekommen. Und das Ganze ist zugegebenermaßen ein relativ teures Vergnügen. Mhm. Und wird mehr und mehr jetzt durch die moderne Technik, Satellitenmessungen etc. ersetzt. Und in dem Ball oben auf dem Turm, was ist da drinnen? Da drin ist eine Radarstation. Die ist aber derzeit nur zu Testzwecken. Das ist das berühmte Regenradar. Okay, dass ich eben sehen kann, wo Regen, wie stark, wie intensiv. Aus solchen Radarbildern kann ich dann auch unter Umständen die Hagelgefahr abschätzen und ähnliches. Okay. Es ist schön, dass es noch sowas gibt im Zeitalter von Satelliten und computergestützten. Und, weil das ist immer der Vergleichspunkt. Nicht? Wenn man sieht, wo ist der Ball, da ist das Stadion. Wurscht, wo man in Wien ist, da weiß man, da ungefähr ist die hohe Warte. Du bist also sozusagen wieder aktiv dabei, schreibst natürlich auch für den Verein auf der Webseite die Spielberichte. Wenn du so einen Spielbericht schreibst, auf was kommt es dir an, was ist für dich wichtig, was sind die Parameter für dich? Für mich ist es schon wichtig, einen sachlichen Bericht zu schreiben, der aber natürlich ein wenig mit blau-gelber Brille. Na klar. Das ist ein bisschen eine Gratwanderung, es nicht zu übertreiben. Auf der anderen Seite doch ein wenig, es soll ja doch auch ein wenig Werbung für einen Verein sein. Mhm. Werbung ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch schon mit vielen anderen darüber gesprochen. Natürlich muss der Verein Werbung machen, das ist heute unumgänglich, um Gelder zu lukrieren. Was kann der Fan tun? Was kann der Fan, der aktive Fan, so wie du, machen, um Werbung für den Verein zu machen? Also in erster Linie Mundpropaganda, meines Erachtens. Der Fan kann, muss, soll, darf, wie auch immer man es nennen will, auch durch sein Verhalten, und das ist jetzt jeder Einzelne und dann in der Gruppe, gibt es eben das Flair. Der Respekt vom Gegner,
gerade in Fankreisen ist irgendwo auch ein wenig der Partygedanke. Es soll Spaß machen. Es soll einfach Spaß machen, auf die Hohe Warte oder zur Wiener zu kommen oder auch zu den Auswärtsspielen, die oftmals die größten Partys sind. Für mich war es immer toll, mit den auswärtigen Fans nachher mal ein bisschen noch auf ein Bier, Diskussion oder auch einmal eine Party zu feiern, wenn man mal länger geblieben ist. Neusiedl zum Beispiel, glaube ich, so ein Neusiedl Beispiel. Neusiedl ist ein super Beispiel, aber ich habe viele Beispiele eigentlich in dieser Hinsicht. Es war auch eines der weniger erfreulichen Spiele der Wiener, damals in Bad Bleiberg, aber trotzdem war es nachher gemütlich mit den Einheimischen und gibt einige so Beispiele. Muss wirklich Spaß machen. Respekt dem Gegner gegenüber, da haben wir eh schon oft drüber geredet, Respekt untereinander. Wie siehst du das jetzt in dem Rückblick von 35, 40 Jahren? Wie hat sich das entwickelt aus deiner Sicht? Da muss ich leider sagen, bin ich nicht so begeistert. Es hat parallel zur Polarisierung unserer Gesellschaft diese Polarisierung leider auch ein bisschen auf der Hohen Warte Einzug gehalten. Ja, das merkt man leider Gottes. Es hat sich auch ein bisschen gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir fällt das auf. Es gibt natürlich die älteren Fans und die Jungen, die nachkommen. Da ist natürlich der Anschluss ein bisschen schwierig. Aber auch die Jungen untereinander haben sich da ein bisschen separiert sozusagen. Es gibt die Gelegenheitsfans und es gibt die ein bisschen was mehr sehen als nur das Fußballspiel. Ich habe das Gefühl, dass die junge Fanszene, die wirklich aktive Fanszene, insbesondere die Wanderers, sehr motiviert sind, sehr viel wollen, dabei aber gelegentlich auch vielleicht ein wenig übers Ziel schießen. Der jugendliche Elan. Ich will jetzt keine Namen nennen, ich habe es in meiner Zeit, wie ich jung war, nicht anders gemacht. Einfach zu viel zu wollen. Ich sage mal, Fehler, die ich gemacht habe, sehe ich jetzt bei anderen wieder. Und das liegt irgendwo in der Natur der Sache. Man findet das nicht nur bei uns, man findet das immer wieder. Ja. Und leider eben mit der gesamten Polarisierung derzeit und auch dieses teilweise Unreflektierte in den Social Medias und in der schnelllebigen Mediengesellschaft heutzutage, greift das natürlich dann auch viel schneller um sich und Fehler werden viel schneller gemacht als früher. Man vergisst oft wirklich auf die persönliche Kommunikation. Da wird schneller mal irgendwo was in irgendwelchen, sei es Foren, Twitter, Facebook oder sonst was einmal oder auf einer Homepage mal schnell gar was veröffentlicht, ohne das wirklich vorher reflektiert zu haben. Und die Show, die ist ja mittlerweile wichtig, hat man ja auch gesehen beim Freundschaftsspiel gegen den Wiener Sportclub, wie wichtig das ist. Das hat ja schon fast Jahrmarktcharakter gehabt mit Bunten und Spielereien und so weiter. Aus der Sicht eines Urgesteins der Wiener, doch schon einige Jahre, wie siehst du das? Positiv, negativ oder stört es dich überhaupt nicht? Den speziellen Auftritt jetzt da mit diesem Derby of Love, so wenig ich den Begriff mag, fand ich eigentlich recht positiv. Es war ein Event, was ganz gut durchorganisiert war. Wenn man die nüchtern die Zahlen betrachtet, war ein Fünftligist gegen einen Drittligist in einem Freundschaftsspiel 3.500 Zuschauer. Na hallo, das muss einmal einer nachmachen. Großartig. Es darf nicht die Regel werden, es darf nicht sozusagen das Hauptaugenmerk darauf gelegt werden. Aber gerade zu so einzelnen Spielen finde ich es okay. Wobei mittlerweile ja schon die Show neben dem Hauptmatch ja auch ein wichtiger Punkt ist. Viele Vereine versuchen ja ganze Familien in das Stadion zu bringen, weil natürlich auch die Eltern, weil die Kinder dabei sind, natürlich auch früher oder später dann Fans werden und dauerhaft beim Verein bleiben. Man sieht ja auch mittlerweile diese Dauerbindung der Fans, nicht, auf Lebenszeit und gestaffelte Eintritte beziehungsweise natürlich Abos und so weiter. Hat es das früher auch gegeben? Also in Ansätzen gab es immer wieder mal die eine oder andere Marketingaktion, wo man probiert hat in der Richtung. Ich meine, ein Meilenstein, den es einmal gab, und es war ja letzten Endes, die Hintergründe blieben vielleicht ein wenig im Dunkeln, aber die Zeit, wo die Mitgliedschaft gleichzeitig Eintrittskarte war, das war eine tolle Neuerung von der Wiener damals.
Man wollte auf die Art einfach wirklich Mitglieder werben, um die Fußballsektion auch gegenüber der Tennissektion etwas zu stärken. Mhm. Aber das war eine tolle Aktion, zumal das eine, wenn ich mich richtig erinnere, eine Zeit war, wo die Jahreskarte auch für die Auswärtsspiele in der damaligen zweiten Division gegolten hat. So, das war Value for Money letzten Endes. Ist es wichtig, eigentlich an Fangruppen zu haben? Früher war es ja eigentlich ohne, ist es ja auch gegangen. Also früher war es eigentlich nicht üblich, dass es so Fangruppen gegeben hat wie heute. Es war bei der Wiener, war das ein bisschen eine spezielle Situation, dass es eigentlich keine Fangruppen, keine organisierten Fangruppen gegeben hat. Das wurde mittlerweile sozusagen nachgeholt, auch aufgrund dessen, dass es doch deutlich mehr geworden sind. Ich meine, wenn man sich heute den Fanblog anschaut, das ist sensationell, wie voll der selbst in der jetzigen Liga ist. Das war nicht immer so. Früher waren es oftmals nur, wenn wir 30, 40 waren, war das ja schon auf viel. Auf der Warte. Auf der hohen Warte. Also da war wirklich der sogenannte harte Kern. Aber bei den schlechten Spielen da... Das ist, kann man fast nicht vergleichen und dementsprechend, je mehr Leute, natürlich ist eine gewisse Organisation unabdingbar. Warum, was liegt das? Weil früher war der Fußball doch sehr prominent, viel Fernsehen, so wie heute mit Internet gab es ja nicht, das heißt, man ist ja eher zu den Spielen gegangen, trotzdem sind heute bei einem Fünftligisten 600 Leute am Platz. Gute Frage. Ich glaube schon, dass hier die Fanszene im Sinne der Mundpropaganda auch viel getan hat. Es sind neue Leute dazugekommen, die immer mal, schauen wir uns einmal an und tatsächlich hängen geblieben sind. Es gab auch einmal ein bisschen bessere Zeiten in der Regionalliga Ost, wenn du um einen Meistertitel mitspielst, da gibt es schon einmal das eine oder andere Spiel, wo mehr Zuschauer als normal kommen. Und wenn dir 10% von den Gelegenheitsbesuchern dann als Fan hängen bleiben, dann hast du schon gewonnen. Wenn du sagen könntest, Geld spielt keine Rolle, was würdest du auf der Warte bzw. im Stadion verändern? Das ist vielleicht eines der größten Schwierigkeiten, die dem Verein überhaupt bevorsteht. Auf der einen Seite das Flair der Naturarena zu bewahren, diese Einzigartigkeit dieses Platzes, dieser Arena, und das Ganze zu kombinieren mit den modernen Ansprüchen. Hm. Man ist ja noch... sind die Lizenzierungsbedingungen in der Bundesliga nicht so, dass sie dann für jeden einzelnen Sitzplatz noch eine Sitzplatzheizung wollen. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch das noch. Nein, wenn man wirklich hinauf will, ist die Arena so natürlich nicht ausreichend. Und eine sachte Renovierung, um auf den letzten, modernsten Stand zu kommen, eine ganz schwierige Frage. Wie interessant ist der Nachwuchs, Damenmannschaft? Wie könnte man das noch attraktiver machen? Das ist auch ein Herzensangelegenheit von mir, weil alle zur Kampfmannschaft gehen. Aber wenn man zu einem Damenmatch geht oder Nachwuchs, sind meistens nur die Eltern da. Ja, die Vorspiele wären halt wieder wichtig, dass man Vorspiele vor der Meisterschaft spielen, dass man auch eben diese Mannschaften besser präsentieren kann, den Anhängern. Ja, das wäre wiederum Richtung Event auch. Weil die Damen spielen ja sehr gut, Cup gewonnen. War ein sehr schönes Spiel, ja. Da hat sich sehr, sehr viel weiterentwickelt. Aber ja, ich denke mal hier, früher gab es die 23, die unter 21 Mannschaften, die vor der Kampfmannschaft, das wollte man dann auch nicht mehr, damit das Spielfeld nicht so sehr belastet wird. Auch da sind natürlich die Ansprüche immer höher und immer höher. Mhm. Ja, in dem Sinn wäre natürlich ein Vorspiel immer das Beste. Option. Ist natürlich klar, wenn es einen starken Regen gibt und das Spiel der Mannschaft 90 Minuten vorher, ist es schwer zu überleben für die Grasnarbe. Obwohl auch eine Möglichkeit, wie man gesehen hat in Klagenfurt nach dem Starkregen, also es geht eigentlich um einen guten Platz, hält das schon aus. Ja, aber ein Vorspiel wäre nicht ordentlich möglich gewesen, das hätte abgesagt werden müssen und da ist natürlich dann auch wieder, das ist ein vollwertiger Meisterschaftsbetrieb bei den Damen und auch im Nachwuchs, da ist es dann auch nicht, naja, jetzt dürft es einfach nicht, weil jetzt ist nachher das Hauptspiel. Also sie spielen am Trainingsplatz und dann... Ja. Du verlierst wieder an Attraktivität. Das ist schwierig, ich sehe es schon. Es gibt viele gute Ideen und wenn man es dann im Detail durchdenkt, dann kommen doch immer wieder auch da Schwierigkeiten zutage, die man vielleicht im ersten Moment auch nicht bedacht hat.
Jetzt haben sich ja, weil du das richtig angesprochen hast, das ist ein ganz interessantes Thema, in den letzten Jahren hat sich ja die Vereinsführung oft gewechselt, hat sich oft gedreht. Ja, ne? Teilweise das Präsidium vom Vorjahr war komplett weg und dann kam wieder ein neues und so weiter. Ist ja auch nicht unbedingt sehr förderlich für eine Kontinuität des Vereins. Aus deiner Sicht heraus, was hat sich geändert? Wie hat sich das gestaltet bei den Vereinsführungen der letzten Jahre? Naja, da muss man leider dazu sagen, man war froh, dass man überhaupt jemanden gefunden hat. Und ich meine, dass die Ära Christik relativ kurz war, war ja so nicht gewollt. Kontinuität hier reinzubringen ist halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Vor allem, wenn es immer eigentlich von Einzelpersonen abhängig ist. Mhm. Und das ist auch eine Problematik, die wohl nahezu jeden Verein trifft. Es muss ja doch Geschäftssinn und trotzdem Begeisterung für den Verein. Und man sagt ja im Geschäftsleben, Gefühle haben ja keinen Platz. Es sollte alles trocken und nüchtern sein. Das ist aber nicht gut für den Fußball, weil man will ja natürlich einen emotionalen Sport haben, wo es ja um große Bühne der Gefühle geht. Das ist die große Diskrepanz bei einer Vereinsführung und vor allem auch dahingehend, dass die Anforderungen immer größer werden an Vereinsführung. Das Ganze wird immer professioneller. Die Anforderungen werden immer schwieriger, sei es eben Lizenzbedingungen etc. Mhm. Also auch, ich sage mal, das wirtschaftliche Umfeld ist sicherlich nicht einfacher geworden. Was ist deine Meinung zu den Foren? Mittlerweile Foren, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich da im Internet... Ja, wie gesagt, also es wird sehr, sehr viel unreflektiert einmal hineingeschossen. Mhm. Und früher war es eben das Forum, das ja nicht mehr das Wiener Forum, wo ich mit meinem Spitznamen Hohe Warte Erich, deswegen auch sind wir auch auf der Hohen Warte jetzt. Jetzt ist es halt eben meistens mehr Facebook, Twitter und ähnliche Sachen. Aber das Wesen ist eigentlich das Gleiche. Im Internet wird schneller mal was gesagt, was man eigentlich in der direkten Kommunikation vielleicht doch etwas vorsichtiger angehen würde. Und man kann damit eigentlich sehr viel böses Blut erzeugen, was nicht notwendig ist. Schlechten Ruf und so weiter. Schlechten Ruf oder auch Animositäten aufbauen, die gar nicht notwendig sind. Andererseits ist es wiederum gut, dass sich der Fan artikulieren kann. Vielleicht verbessert sich ja auch langfristig etwas dafür, dass man sagt, okay, man geht drauf ein, man sieht, da entwickelt sich etwas, kommen neue Leute nach, die sagen, das gefällt mir, wie das dort funktioniert, das möchte ich so. Ne? Weil jede Mannschaft hat ja auch ihren Charakter. Ne? Der Rapidler, Austria und ich glaube, Wiener könnte zur dritten Kraft in Wien werden, aber eben ein eigener Weg gehen. Muss einen eigenen Weg gehen. Irgendwie einen Weg von Rapid oder Austria zu kopieren geht nicht. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, das Umfeld in Wien ist alles andere als einfach. Mhm. Aber ja, es muss auf alle Fälle das Miteinander der Weg sein. Das positive Miteinander. Das positive Miteinander und vor allem auch ein gewisses respektvolles Miteinander, was aber auch bedingt, dass man auch einmal selber ein bisschen zurücktritt und sagt, okay, mit den eigenen Vorstellungen ein wenig Kompromisse eingeht und ähnliches. Und da wäre natürlich zum Beispiel auch so ein Forum eine Plattform, sich zu kommunizieren bzw. auszutauschen, um eben die Befindlichkeiten zu wissen. Weil wie du richtig gesagt hast, man trifft sich am Platz, aber sonst hat man andere Verpflichtungen, private, geschäftliche. Auch beim Forum gibt es natürlich zwei Zugänge. Das ist der offene Zugang, dass man sagt, offen für jedermann, man muss sich nicht registrieren. Dann hat man halt da auch immer wieder den anonymen Shot drinnen, der sehr viel Mist macht. Oder man macht dann doch wieder eine geschlossene Gesellschaft raus, damit verschließt man sich aber doch auch wieder den einen oder anderen positiven Zugang von außen. Das ist fallweise ist eine Gratwanderung, eine Diskussion, die ich schon öfters mit einigen Leuten geführt habe, für und wieder halten sich die Waage. Egal, ob ich es jetzt offen oder geschlossen halte, auch ein solches Kommunikationsmedium bedarf einer Pflege, einer Betreuung und dieser zeitliche Aufwand. Sollte das vom Verein aus kommen, diese Betreuung? Nein.
Jein, sagen wir es besser so. Ich glaube, es sind beide Zugänge, wertvolle Zugänge. Ein offizielles Forum vom Verein wäre nicht schlecht. Mhm. Wenn der Verein die Ressourcen hat, das auch wirklich entsprechend zu pflegen. Aber auch ein unabhängiges Forum hat seine Vorteile und seine Berechtigung. Aus deiner Sicht, wer ist eigentlich der Vienna-Fan? Wie ist der Typus des Vienna-Fans? Wenn man sich auf der Hohen Warte umschaut, die vielen verschiedenen Typen, die man trifft, man kann die nicht in eine Schublade schmeißen. Mhm. Und das macht die Wien auch aus. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Dass vom Akademiker bis zum Arbeiter, Hackler sozusagen, jeden. Vom Punk bis zum Nerd, ja. Ja, ist schön. Nein, die Durchmischung macht es eigentlich was. Was natürlich aber auch dann die Gefahr ist, dass das ein bisschen aufreibt auch, dass sich die Fans untereinander dann, sagen wir mal so, nicht immer eins sind. Das ist klar. Anders vielleicht als bei anderen Vereinen, wo sich die Fans dann zusammentun und eine eigene Kraft werden. Ne? Könnte das sein, dass der Vienna Fan sich dadurch schwächt, durch die Uneins? Nein, das glaube ich nicht, denn auch bei den anderen Fans, auch wenn sie nach außen hin vielleicht einheitlicher auftreten, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, gibt es auch immer wieder Uneinigkeiten, Grabenkämpfe oder was auch immer. Also ich glaube, das liegt einfach im Wesen des Menschen. Sobald mehrere Menschen miteinander zu tun haben, gibt es einfach auch Konflikte. Die Frage ist, wie man die Konflikte dann löst. Ja, das ist richtig. Lieber Erich, ich sage Dankeschön für deine Zeit, für deine tollen Geschichten und Informationen, die du da sozusagen an uns weitergibst, die sich auch angesammelt haben in all den Jahren. Ich hoffe, es geht in den nächsten Jahren wieder viele Geschichten dazu kommen und ich hoffe, wir sehen uns noch oft bei den Spielen. Ja, danke für die Gelegenheit. Sobald es auftaucht, werde ich es mir irgendwo abspeichern, damit, sobald einmal der Alzheimer einsetzt, dass ich dann doch irgendwo noch weiß, was ich früher mal getan habe. Sehr schön. Das wird dann ein sicher nettes Erinnerungsstück. Danke dir.